Rat, Postler, kommen zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 34. Episode von Road to 70. In der letzten Episode habe ich euch ein bisschen von meinem Ernährungsupdate erklärt bzw. vorgestellt, dass ich jetzt nur noch eine Mahlzeit pro Tag seit einer geraumer Zeit zu mir nehme. Da habt ihr auch einen kleinen Tag von mir miterleben dürfen. In dem Video habe ich auch erklärt, warum ich mich so ernähre, welche Hormone dabei mit vom Körper ausgestoßen werden, und dabei ist halt ist die Leber von sehr wichtiger bzw. großer Bedeutung, damit da halt hier nicht vieles schief geht, und aus dem Grund möchte ich mich halt heute um dieses Superorgan kümmern bzw. möchte ich euch ein bisschen Informationen zur Leber geben und wie ich meine Leber reinige, weil ich jetzt seit auch wieder geraumer Zeit eine spezielle Reinigungskur mache, die halt fortlaufend ist, und die schlägt halt mit sehr großen Erfolgen, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zunächst zum Aufbau der Leber. Also die Leber befindet sich in der oberen Bauchhöhle und wird mit speziellen Bändern fixiert. Zum zentralen Aufbau der Leber kann man halt sagen, dass sie aus vier Leberläppchen besteht, also den rechten Leberlappen, der im Zwerchfell eng verbunden ist, den linken Leberlappen und unterhalb dann den quadratischen Leberlappen und den geschwänzten Leberlappen. Zudem ist die Leber als wichtiges Stoffwechselorgan und Entgiftungsorgan auch mit der Galle unterhalb verbunden. Sie ist mit der unteren Hohlvene des Herzens verbunden. Das bedeutet einfach nur, dass halt dass die Lebervenen eigentlich nur das venöse Blut ans Herz weitergibt. Und natürlich besteht durch die Gallenblase auch eine Verbindung zur Fingerdarm und auch zur Bauchspeicheldrüse. Zudem hat halt die Leber auch einen Leberarterien. Diese Leberarterien versorgen die Leber mit dem sauerstoffreichen Blut, und es gibt die Leberpfortader. Da wird das sauerstoffarme Blut aus dem Darm durch die Leber transportiert, und so erhält dann die Leber die entsprechenden Nährstoffe aus dem Darm, beziehungsweise das nährstoffreiche Blut aus dem Darm, wie zum Beispiel die Aminosäuren, und da findet dann natürlich auch die Leber die entsprechenden Schadstoffe rauf und dosiert die Nährstoffvorräte für den Körper. Was braucht der Körper momentan und was braucht er nicht? Schaut man sich die Feinstruktur der einzelnen Leberläppchen an, dann merkt man, dass die ein Leberlappen aus zig Millionen Leberläppchen bestehen. Das sind sechseckige Gebilde, die von einem Bindegewebe umtrennt sind, und in der Mitte eines solches Leberläppchen befindet sich die Zentralvene. Die ist umgeben von den Hepatozyten, das sind die Leberzellen, und zwischen diesen Leberzellen befinden sich die Sinusoiden, und die Sinusoiden sorgen halt dafür, dass das Blut der Pfortader und der Leberarterie miteinander gemischt werden, und zwischen den Hepatozyten und den Sinusoiden befindet sich ein feiner Spalt, das ist der Disse-Raum, und innerhalb dieses Disse-Raum kommen die Leberzellen Kontakt mit dem Blutplasma, und das Blutplasma ist zum Beispiel dafür natürlich, dass halt hier die Zellen mit Zucker versorgt werden, dass Proteine transportiert werden, Hormone transportiert werden und einfach Sauerstoff auch in entsprechenden Stellen ankommt, und die Disse-Raum ist auch der Speicherort für die Fette, die über die Nahrung aufgenommen werden, die Triglyceride zum Beispiel.
Genau. Neben dem Disselraum gibt es auch noch Kupfer- und Sternzellen. Und die sind dann zum Beispiel dafür zuständig, dass Bakterien, zermürbte Zellen, Viren oder sonstige Fremdstoffe eliminiert bzw. neutralisiert werden. Und ganz allgemein von diesem Konstrukt eines Lederlöckchens befinden sich immer in den Ecken Adern von der Vene, von den Gallenblasengängen bzw. Kapillaren, der Pfortader und der Leberarterie. Jetzt habt ihr einen groben Überblick über die Struktur bzw. den Aufbau von der Leber erhalten. Und jetzt kommen wir mal zu den Funktionen bzw. den Aufgaben der Leber, weil die sind wirklich sehr umfassend. Das ist wirklich ein multifunktionales Organ bzw. Superorgan, und eine gesunde Leber ist wirklich unerlässlich für eine einheitliche Gesundheit. Einerseits kann man sagen, dass die Leber ein Nährstoffdosierer bzw. Nährstoffpuffer ist, weil, wie gesagt, jeglich das Blut des Darms, also das nährstoffreiche Blut des Darms, durchquert die Leber, und die Leber entscheidet dann hier, welche Stoffe benötigt werden, welche schädlich sind und abgebaut werden müssen. Zum Beispiel Alkohol wird ja in der Leber abgebaut, und da ist halt so, dass durch den Abbau von Alkohol ja sehr viel Energie zum Beispiel entsteht, und diese Energie kann zum Beispiel die Leber nicht komplett verwenden, und dadurch lagert sie das halt als Fett an, und da kommt auch der Spruch des Bierbauchs. Aber ich möchte jetzt niemanden dazu anregen, Alkohol zu trinken, weil das schadet die Leber trotzdem, weil die Leber kann es halt den Alkohol nicht in einem Rutsch sofort verarbeiten. Das heißt, der Alkohol kommt trotzdem im Blutkreislauf und dient dann trotzdem als Nervengift. Zudem ist sie auch an der Entgiftung von zum Beispiel Medikamenten beteiligt, und zum Beispiel das toxische Ammoniak verwandelt die Leber ins wasserlösliche, ungefährlichere Harnstoff, welches dann über die Niere abgegeben wird. Und das ist halt eine der Grundaufgaben der Leber, dass halt zum Beispiel Lipide, also fettlösliche Substanzen, wasserlöslich gemacht werden und dann ausgeschieden werden über die Nieren oder vielleicht dann auch später über den Darm. Wie gesagt, ist sie auch ein Nährstoffpuffer, das heißt, sie speichert diverse Vitamine wie zum Beispiel Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin E und Vitamin D. Das sind die ganzen fettlöslichen Stoffe, die werden in den Hepatozyten zum Beispiel der Leber abgespeichert. Und da bei der Recherche ist mir dann so die Frage gekommen, viele Veganer haben ja Probleme mit Vitamin B12-Spiegeln und Vitamin D. Da habe ich mir so die Frage gestellt, kann es sein, dass die Leber von diesen Menschen bzw. von sehr vielen Menschen noch nicht auf Höchstleistung bzw. in ihrer Topform ist, um diese Vitamine wie B12 oder Vitamin D langfristig abspeichern zu können. Zudem sorgt auch die Leber für Verstoffwechselung der drei Makronährstoffe. Eins ist die Kohlenhydratverarbeitung. Die Leber sorgt natürlich dafür, dass in unserem Körper ein konstanter Blutzuckerspiegel vorhanden ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein hoher Blutzuckerspiegel vorhanden ist, dann wird das Hormon Insulin ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, und das induziert einfach dazu, dass der Zucker aus dem Blut in die entsprechenden Körper- und Fettzellen transportiert wird und dort für die Zellen als Energiequelle verarbeitet wird. Zudem ist halt Insulin natürlich auch ein anaboles Wachstumshormon, und das habe ich auch herausgefunden, dass Insulin ein Enzym bereitstellt, welches die Zellen dann den Zucker verarbeiten können. Zudem leitet Insulin auch die
die Leberzelle dazu an, Glukagon herzustellen. Das heißt, bei einem Überschuss von zu viel Blut, Blutzucker, stellt dann die Leber Glukagon her. Das heißt, dass sie dann hier verschiedene zwei Glukosemoleküle aneinander baut und als Speicherform dient. Beim zu niedrigen Blutzuckerspiegel ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse das Hormon Glukagon ausstoßt und dadurch wird halt dann der Speicher, den die Leber vorhin durch das zu viele Insulin bzw. zu viele Blutzucker produziert hat, umgewandelt wieder in Glucose. Das wird auch als Glykogenolyse bezeichnet und diese Glucose wird dann wieder als Energieform für die entsprechenden Organe wieder abgegeben. Ein weiterer Punkt, wie die Leber für einen konstanten Glucose-Level im Blut sorgt, ist zum Beispiel die Gluconeogenese. Das heißt, dass die Leber aus Nicht-Kohlenhydrat-Substanzen wie zum Beispiel Laktate, Glycerin aus dem Fettgewebe oder aus den glykogenen Aminosäuren wie zum Beispiel Histidin und Valin Glucose herstellt und das zum Beispiel bei Fast- oder Hungerperioden wieder als Energiequelle für die entsprechenden Organe zur Verfügung stellt. Auch ist die Leber an einem Proteinstoffwechsel beteiligt. Sie bildet zum Beispiel Plasmaproteine, die für einen konstanten pH-Level im Blut sorgen. Die Plasmaproteine werden auch für den Transport von Enzymen und Hormonen verwendet und sie übernehmen auch wichtige Aufgaben gegen Entzündungen. Zudem tut auch die Leber das Tripeptid-Aminosäure Glutathion herstellen. Zu guter Letzt der Lipid- bzw. der Fettstoffwechsel, die Nahrungsfette bzw. die Triglyceride. Dies sind die einzigen Substanzen, die über den Umgang der Leber machen, über das Lymphsystem. Allerdings stellt die Leber spezielle Lipidproteine zur Verfügung, die sich dann an die Fette randocken bzw. als Transportmittel dienen, damit diese im Blut überhaupt transportiert werden können. Darunter zählen zum Beispiel das VLDL, das LDL und das HDL. Und die transportieren zum Beispiel das Cholesterin und das Cholesterin ist ja zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen und die stellt zum Beispiel die Leber auch selber her und natürlich können auch hier wieder Cholesterin über die Nahrung aufgenommen werden und Cholesterin ist auch ein wichtiger Bestandteil der Galle, den die Leber auch selber herstellt und die Galle, die Leber zum Beispiel produziert, besteht zum Beispiel aus dem Cholesterinüberschuss, der aus dem Kreislauf kommt, aus den Gallensalzen und aus dem Bilirubin. Das ist das Abbauprodukt aus dem Hämoglobin und da ist es halt auch so, dass die Leber auch an der Verstoffwechselung des Hämoglobins mitbeteiligt ist und zum Beispiel auch dafür sorgt, dass das Bilirubin, welches die gelbliche Farbstoff der Galle ausmacht, auch in so umwandelt, dass es wasserlöslich ist und weiter transportiert werden kann. Und diese Galle transportiert zum Beispiel die Leber über den Gallengang zur Gallenblase, wo dann die Gallenblase dann nochmal die Galle nochmal ein bisschen verdickt und nochmal die Konzentration erhöht, denn die Galle ist halt dafür zuständig, wenn wir über die über unsere Nahrung Fette aufnehmen, dass dann die Galle, die Gallenblase, die Galle in die Bauchspeicheldrüse einflößt und die Fette aus der Nahrung abspaltet, damit die Enzyme, die die Bauchspeicheldrüse zur Verfügung stellt, ihre Arbeit machen können und schon mal hier weitere Verdauungsarbeiten durchführen können, damit der Körper hier leichteres Spiel hat, die Nahrungsfette aufzunehmen.
zu teilen, beziehungsweise die Nahrungsbestandteile. Und das ist halt auch eine wichtige Aufgabe der Galle, die langkettigen Nahrungsfette aufzuteilen in kurzkettige Fettsäuren bzw. Fette, damit ja, der Körper einfaches Spiel hat und die Fette besser verarbeiten kann. Außerdem kann die Leber bei extremen Hunger- und Fastenphasen auch mit Hilfe der Beta-Oxidation Ketonkörper selbst herstellen, um den Energiebedarf von zum Beispiel den Muskeln, den Nieren, dem Herz-Kreislauf-System und nach einer gewissen Umgewöhnungszeit dem Gehirn zur Verfügung stellen. Aber wichtig dabei ist auch, dass die Leber ihre Ketonkörper nicht selber verwenden kann. Eine falsche Lebensweise aus schlechter Ernährung, mangelndem Sport und viel Stress kann die Leber in Mitleidenschaft rufen. Zum Beispiel ein überhöhter Bilirubinspiegel kann für Gelbsucht sorgen, oder wenn ich zu viel Cholesterin habe bzw. einen Cholesterinüberschuss habe und mein Körper diesen nicht abbauen kann, kann ja zum Beispiel Arteriosklerosis entstehen, aber auch Gallensteine können produziert werden. Die entstehen ja dadurch, dass in der Gallenblase der Cholesterinüberschuss zu hoch sind. Und diese Gallensteine können sich in der Gallenblase absetzen bzw. auch in den Gallengängen ablegen. Und diese Verstopfung, das wird dann auch Gallenkoliken genannt. Und das Bedrohliche an diesen Gallensteinen ist halt, dass diese Symptome nicht immer erkennbar sind. Die können schleichend sein. Also das heißt, ein Mensch kann sehr viele Gallensteine aufweisen und er kann, bemerkt es halt nicht, bis die Symptome dann sehr stark und plötzlich auftreten, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr fettreiche Lebensmittel gut verdauen kann, dass man Magengeschwüre hat, dass man Blähungen hat. Und das Problem ist halt, wenn die Galle bzw. die Gallenblase durch diese Gallensteine verstopft werden, dann kann die Galle wieder zurück in die Leber fließen und die Leber schaden und für Entzündungen sorgen oder auch an den Ausgangspforten der Bauchspeicheldrüse gelangen bzw. des 12-Fingerdarms und dadurch auch für gewisse Reize und Entzündungen sorgen. Und das Problem ist halt, wenn die Galle nicht richtig funktioniert, dann funktioniert, wie gesagt, die Fettverdauung nicht richtig. Und die eine Aufgabe der Gallenblase, Galle ist zum Beispiel die Magensäure, die dann im 12-Fingerdarm mitkommt, etwas abzuschwächen und zu neutralisieren, weil halt in 12-Fingerdarm halt ein positiver bzw. basisches Milieu vorherrscht. Und daher habe ich mich ein bisschen eingelesen und habe nach Leberreinigungskuren halt auch gesucht und bin auf die Leberreinigungskur nach Moritz gekommen. Und ich habe die ausprobiert und fand die halt sehr effektiv und habe auch hier gewisse Erfahrungsberichte in der PDF gelesen. Und da haben halt sehr viele Leute positives Feedback zu dieser Kur erläutert, sag ich mal. Für die Kur, also ihr braucht halt eine gewisse Vorbereitungszeit für diese Reinigungskur. Das heißt, man sollte 6 Tage vorher jeden Tag 1 Liter Apfelsaft trinken. Das hat einfach den Grund, dass halt hier die entsprechenden hart sitzenden bzw. verkalkifizierten Gallensteine nochmal eingeweicht werden, die Gallensteine allgemein eingeweicht werden, damit die halt auch durch die Gallengänge hindurch transportiert werden können. Zudem öffnet auch der Apfelsaft die Gallengänge. Dann braucht sie jetzt Magnesiumsulfat, das ist Bittersalz, sowie Grapefruitsaft, 375 ml und Leinöl, 125 ml. Bei der Durchführung solltet ihr folgendermaßen Dinge berücksichtigen. Zum Beispiel ist es am besten, wenn man das zum Beispiel bei abnehmendem Mond macht. Ist jetzt nicht Pflicht, kann man halt machen. Ihr solltet es an Tagen, zum Beispiel am Wochenende, wo ihr wenig Stress habt,
viel Zeit habt oder auch Urlaub habt. Und am besten ist ja, dass ihr auch eine Darmsanierung bzw. Reinigung durchführt, zum Beispiel in der Form von der Kolonhydrontherapie oder bewährte Darmsanierungsmethoden wie zum Beispiel von Dr. Probst oder auch Chlorella oder ähnliches nehmen oder im Nachgang Einlauf, aber dazu nochmal später. Das ist einfach, macht ihr einfach aus dem Grund, um ja wirklich sicher zu gehen, dass halt wirklich alle Gallensteine aus dem Darm hinaus transportiert werden und sich nicht im Darm absetzen und hier nochmal für Entzündungen sorgen könnt. Also beim Apfelsaft ist es auch so, dass ihr zum Beispiel diesen nicht vor einer Mahlzeit trinken sollte oder während einer Mahlzeit und nach einer Mahlzeit circa 2 Stunden warten solltet und den Apfelsaft verteilt über den Tag trinken sollt. Da gibt es auch Alternativen, die ich jetzt nicht erläutern möchte. Da verlinke ich euch einfach die PDF in der Videobeschreibung, die man halt auch nehmen kann, wenn man den Apfelsaft nicht verträgt. Dann komme ich zur allgemeinen Anwendung. Zum Beispiel an einem Freitag oder Samstag könnt ihr mit der Kur beginnen. Nimmt halt zum Beispiel je nach Körpergewicht, zum Beispiel wenn ihr 40 Kilo wiegt, nimmt ihr 15 Gramm das Magnesiumsulfat. Wenn ihr 60 Kilo wiegt, 20 Gramm und bei einem Körpergewicht von 80, 25 Gramm. Das mischt ihr zum Beispiel mit 25 Milliliter gereinigtem Wasser. Ich verwende Deziliter Wasser. Mischt es und trinkt dann die erste Bittersalzlauge zum Beispiel um 2 Uhr. 2 Stunden, dann circa 2 Stunden versetzt, nimmt dann die zweite Magnesiumsulfat-Salzlauge bzw. Bittersalzlauge. Und nach circa 3 bis 4 Stunden nimmt ihr dann den Grapefruitsaft, mischt ihn mit dem Öl, schüttelt es gut durch und wichtig ist halt, dass ihr einen Abstand von 2 bis 4 Stunden das Öl zu euch nimmt und das ist wichtig vorm Schlafen gehen, weil wenn ihr dieses Gemisch zu euch nehmt, dann solltet ihr euch sofort hinlegen und am besten ist, wenn ihr dann danach einschläft, weil ihr solltet dann nicht mehr aufstehen, auf die Toilette gehen, damit halt sich das Grapefruitsaft mit dem Öl am besten seine Wirkung entfalten kann. Am nächsten Morgen, nach 6 Uhr am besten, beziehungsweise um 8 Uhr, solltet ihr dann wieder eure Bittersalz zu euch nehmen, wieder das gleiche Verhältnis wie davor und wieder 2 Stunden später die letzte Bittersalzlauge. Nach dem Aufstehen solltet ihr vielleicht vermeiden, eure Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil die natürlich auch wieder die Leber belasten könnten, die entsprechenden Stoffe abzubauen, Substanzen, die Leber nicht braucht. Und dann beginnt eigentlich der eigentliche Spaß, sage ich mal, denn von morgens bis abends oder nachmittags fängt es dann an mit Durchfall. Das heißt, dass dann die entsprechenden Gallensteine und Essensresten vom Vortag ausgeschieden werden. Und da ist es halt so, dass die Gallensteine dann eventuell ausschauen wie grüne Erbsen und unterschiedliche Formen haben können. Die können grün sein, wie bereits erwähnt. Sie können aber auch schwarz sein. Das heißt, es sind ältere Steine, aber auch weiß bzw. bräunlich könnten sie auch sein. Es sind verkalkifizierte Gallensteine, die halt noch gewisse weitere Substanzen mit, toxische Substanzen hier erwähnt, mit enthalten und die werden dann nochmal zusätzlich ausgeschieden. Außerdem können auch Cholesterinkristalle mit ausgeschieden werden, das ist dann in Form von so einem weißlichen Schaum und da ist es halt auch so, dass durch diesen starken Reinigungsprozess auch hier eventuell auch gute Darmbakterien mit ausgeschieden werden. Da ist es halt wichtig, dass man während der
Durchführung bzw. Darmreinigung eigentlich überwiegend vegan und rohköstlich sich ernährt, weil da man hier die entsprechenden Ballaststoffe wieder hat, um seine Darmflora wieder aufzubereiten. Und man sollte allgemein wieder langsam und leicht anfangen, ja, sich seinem Körper wieder die Ruhe geben, weil es halt dann auch doch zu Kopfschmerzen und ja, eventuell Unwohlsein kommen kann. Und ja, das kann sich auch auf die nächsten Tage auswirken, bis dann die positiven Effekte dann kommen, dass man sich dann wieder fit, vital und energiereich fühlt, weil dann die Leber wieder weiter mehr ihre Aufgaben wahrnehmen kann. Wichtig ist halt auch, dass ihr die Leberreinigung in regelmäßigen Abständen durchführt, am besten alle 2 bis 3 Wochen, solange bis alle Gallensteine entfernt sind. Ihr solltet da wirklich nicht damit aufhören, bis die ganzen Gallensteine entfernt sind, und ihr solltet die Leberreinigung auch nicht wöchentlich machen, weil es wirklich eine starke Belastung für den Körper ist. Und ein persönliches Anliegen auch von mir ist, dass ihr während der Kur auch keine gekühlten oder kalten Getränke oder Lebensmittel zu euch nimmt, weil das nochmal dazu führt, dass sich die Gallengänge nochmal schließen, und das könnte dann auch nochmal zu Problemen und zum genau gegenteiligen Effekt führen. In diesem Sinne werde ich heute meine zweite Kur bzw. zweite Reinigungsphase durchführen. Ich habe schon die erste durchgeführt, habe mich da eigentlich fit gefühlt, habe jetzt nicht so starke Beschwerden gehabt. Und wenn ihr euch mal schlecht fühlt, einfach mal einen Einlauf machen und schauen, ob dann nochmal die restlichen Gallensteine entfernt werden, so nach 2 bis 3 Tagen. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen Wissen wieder vermitteln, eventuell so alternative Reinigungsmöglichkeiten aufzählen, die, wenn sich manche Leute nicht sich mit dem Fasten trauen. In diesem Sinne, spasiba, zavpros motrit, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin, ciao.